Na ja, hey, willkommen zur vierten Folge von meinem 100er KT-Versuch Solo in 1.19 Bad Wars. Und wir sind gerade bei einer 35er KT. Mal sehen, ob wir es schaffen. Mal sehen, wie die Runde läuft. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und 7 Kills. Ey, 7 Kills ist eine ganz schwierige Sache. Ich glaube, ich hatte eine Runde bisher, wo ich 7 Kills hatte. Die töten sich nämlich alle immer gegenseitig. Ah, guck mal. Er geht zu uns. Er geht nicht zu uns, aber wir gehen zu ihm. Er hat keine Blöcke mehr. Das ist natürlich unangenehm. Ey, er hat kein Bett mehr und wirft die Dias weg, nur damit ich sie nicht kriege. Es tut weh. Es ist ein Stich in mein Herz. Aber es ist okay. Nee, also es war nicht so klug von dem. Und wir hätten uns Rüstung kaufen können von den, wir brauchen gar nicht so viel Blöcke. So. Okay, er ist vernichtet. Wir kriegen den Kill nicht, aber hier vorne kriegen wir jetzt gleich den Kill. Und ich gehe, glaube ich, gleich mal zurück. In meine Base, weil ich Angst habe, dass mein Bett gleich weg ist. Nee. Aber er holt sich Gold. Und er ist tot. Oh, den Hit habe ich verkackt. Ah, oh, unangenehm. Boosten uns zu ihm. Ah, oh, er hat so viel besseren Stuff als ich. Unangenehm. Und ich habe halt noch keine Protection. Das ist natürlich auch, ich glaube, PvP-technisch, ich kann ihn nicht comboen. Das, wir müssen uns Rüstung holen. Das wird, also ohne Protection oder so wird dieser Fight. Kann ich 20 Mal zu ihm rüberlaufen. Dann kann ich. Und das wird nichts. So wie ihn, ich brauche Protection. Das ist jetzt wichtig. Prot 2 oder so. Davor kann ich keine Fights mehr gewinnen. Unangenehm. Super unangenehm, dass ich jetzt an diesem Punkt bin im Battle. Holen wir uns die Dias, holen wir uns die anderen Dias. Ich glaube, ich muss mein Bett auch aufgeben. Okay, battelt euch. Und ich staub ab. Okay, er ist nicht tot. Er lebt noch. Wisst ihr, wie scheiße meine Position gerade ist? Die ist richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Ich habe zwar noch ein Bett. Aber ich verliere jetzt. Ich kann keine... Oh Mann. Digga, warum gibt er mir seinen Stuff? So, Prot. Ich brauch Prot, 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 Prot. So, und jetzt da das Stuff holen. Dias, 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 Dias. Dass ich wieder Fights gewinnen kann. Jetzt habe ich das die Runde irgendwie komplett verkackt. Das mache ich eigentlich normalerweise ziemlich gut, mir die ganze Zeit Dias zu holen.
Mal sehen, ob ich One-Hit bin. Ja. Aber seine Fallen sind aktiviert jetzt. So, wir holen uns wieder so eine Truhe. Und Narcat. Aber so. Er hat halt auch Gold en masse. Das ist alles sehr unschön gerade. So. Bettentausch ist sehr unschön für mich in der Situation. Er hat wieder Fallen gehabt. Oh mein Gott. Wir gehen direkt zu ihm rüber. Warum sinkt eine KD nicht, wenn ich sterbe? Die sinkt nur, wenn ich Final Death mache. Ich steige doch nur, wenn ich einen Final Kill mache. Okay, der andere geht aber auch nicht zu mir. Also ganz entspannt. Wie mache ich eigentlich, gebe ich so Knockback-Hits? Jetzt konnte ich mir direkt schon Rüstung kaufen. Wenn er wüsste, wie low ich bin. Gut. Wer sind wir? Türkis. Keiner kommt zu mir. Da rechts ist auch keiner. So, warte, wir holen uns gleich ein zweites davon. So. Jetzt können wir gleich kriegen wir die Dias von dem. Können wir saven. Wenn wir geil gewesen wären, hätten wir uns jetzt noch Sharpness und Knockback das gekauft. Tot. Er holt sich wieder Gold. Wird wieder ein Goldgespieler, die Runde. Wollen wir auch direkt zum Gold oder? Ja. Guck, es ist so stark, diese Kiste. Damit kann ich mir aber eigentlich noch nicht gut was holen. Bam, 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 bam. Gehen wir uns wieder Gold holen. Er war wieder in seiner Base. Und wir haben wieder 4 Gold. Mal sehen, ob ich instant tot bin. Er ist runtergefallen, oder? Oh, er ist runtergefallen.
Ist okay. Welche KD? 42. Ich kann auch mal anfangen, ich muss mal anfangen, die Kiste mit zu saven. Die kann ich nämlich auch saven dann immer. 06060. Bei Hafti, wie sind wir jetzt bei Hafti gelandet? Ja, okay, hat er leider gesaved bekommen. Oder gehen wir da vorne hin und uns den. Der eine, der rote, ist noch da, aber macht halt nichts irgendwie. Axt, ich mach das gleich mit einer Fireball auf. Oder wir kaufen uns auch eine Axt. Was hat er denn gemacht? Der muss ja so viel Dias haben bei sich. Der hat die ganze Zeit Dias gesaved. Guck mal in die Kiste rein. Vielleicht ist mein Bett gleich weg, by the way. Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, was der Rote gemacht hat, die ganze Runde. Der hat Dias gehabt, hat sich nichts mit den Dias gekauft. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass die mich one-hittet. Die Fallen. Aber gleich haben wir Protz 3 dann und dann sollte das alles. Und ich muss gleich auch mal meine PP-Size testen. Tschüssi. Glaubt ihr, der hat noch Fallen? Sollte er nicht, oder? Dann. Oh gut, wir haben noch ein Bett. Er hat kein Bett mehr. Er hat zwar eine Diabrustplatte, aber hey, wir haben noch ein Bett. Bam, bam, bam. Müssen wir gleich das Gold saven. Die Dias hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Die soll er nämlich nicht kriegen. Und ich nutze keinen TP, weil ich finde in der Version ist auch ohne TP ziemlich entspannt. Alter, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wieder geht zurück. Ist er wieder in seiner Base? Müssen wir aufpassen. Er kann nämlich in seiner Base gleich einfach eine Falle haben und dann kann ich ihn nicht so gut töten. Okay. Ich weiß nicht, was das war. GG.